Heute kochen wir West- oder Zentralafrikanisch und das sind unsere Zutaten. Es gibt Fufu mit Erdnusssuppe. Wir brauchen dazu natürlich Erdnussbuttercreme, Habanero, Chilis, je nachdem, wenn ihr möchtet, auch Fleisch, Zwiebeln, Brühe und Tomaten, natürlich auch Ingwer und Zwiebeln nicht vergessen. Am besten mariniert ihr euer Fleisch vorher, aber wenn es schnell gehen soll, geht es natürlich auch so. Ihr könnt übrigens nehmen, was ihr möchtet. Fisch, Hähnchen, das ist klassisch. Ich füge jetzt einfach Öl, Fleisch, Brühe und etwas Wasser in den Topf und lasse das Ganze köcheln. Ich habe dann noch Tomatenmark hinzugegeben, nur dass ihr es wisst, off camera. Dann fügen wir einfach in unseren Mixer Zwiebeln, Ingwer, Knoblauch, bestenfalls frische Tomate, wenn ihr welche habt. Ansonsten gehen natürlich auch welche aus der Dose. Und unsere Erdnusscreme, Brühe und Wasser. That's it. Das ist so die Basis für unsere Erdnussbuttersuppe. Das Ganze wird dann gemixt und das fügen wir dann zu unserem köchelnden Fleisch hinzu. Gut umrühren, etwas Wasser noch hinzugeben und das Ganze schön köcheln lassen. Nach so circa 20-30 Minuten leichtem Köcheln auf niedriger bis mittlerer Hitze wird sich dann oben das Öl absetzen. Dann könnt ihr noch Chili hinzufügen. Ich habe hier Habanero-Chili-Schote hinzugefügt. Weiter geht es mit unserem Fufu. Fufu besteht eigentlich hauptsächlich aus Plantain, also unreifer Plantain-Banane und Maniok bzw. Cassava. Und zwar in einem Verhältnis 1:1. Ich habe aber keine da, also mache ich es nur mit der Plantain-Banane. Die wird dann einfach nur geschält, dann geviertelt, entkernt, weil manche mögen die Kerne nicht so gerne im Fufu, gekocht und dann gemixt. Gebt noch etwas Wasser hinzu, ansonsten habt ihr nur einen Klumpen und dann wird es so schön cremig. Das Ganze fügen wir einfach in einen Topf, erhitzen das leicht und schlagen das so lange auf, bis es ein wunderschöner Ball ist. Eine andere Variante ist unser Instant-Fufu, sprich Fufu einfach in Pulverform, schon vorgefertigt. So sieht die Packung aus und wir machen alles nach Instruktionen, ganz einfach. Bei mir steht ein Cup Wasser, das am besten halbieren und dann 113 Gramm Fufu hinzufügen, das Ganze mischen. Ich mache das erstmal mit einem Schneebesen, damit ich keine Klumpen habe und wechsle dann zu einem Holzlöffel. Immer schön stetig rühren bei mittlerer Hitze und dann bilden sich so ganz schnell Klümpchen. Da müsst ihr richtig doll aufschlagen und warten, bis man richtig schöne zähe Masse hat. Und das Ganze wird dann umgefüllt in eine Schüssel, wo schon Wasser drin ist, damit es nicht kleben bleibt. Und dann lasst ihr es am besten auskühlen. Ihr könnt das Ganze dann schön in Form bringen und fertig ist euer Fufu. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin voll noch in Übung. Sieht nicht so perfekt aus wie hier, aber ich arbeite dran. Dann ist eure Suppe eigentlich auch schon fertig. Ihr könnt noch Gemüse hinzufügen, wie ihr möchtet.